Hallo und herzlich willkommen zurück zu Vikings War of Clans. In diesem Video würde ich gerne auf das Thema Festungsverteidigung ein bisschen spezifischer drauf eingehen, und zwar mit dem Timing eurer Truppen, also das Timing eurer Märsche bis zur Festung hin. Das ist natürlich das A und O bei der Verteidigung, denn es ist natürlich nicht immer so, dass ihr stärker seid als der Gegner. Bedeutet, dass ihr einfach alle Truppen komplett in der Festung behalten könnt, um eben die Attacke des Gegners standzuhalten. Für diesen Fall ist es dann natürlich wichtig, wenn der Gegner stärker ist, dass man dann erst kurz vor der Welle, bevor die eigentliche Verteidigung losgeht, die Truppen in den Marsch schickt. Wie man das am besten timet und worauf man achten muss, das erkläre ich euch jetzt. Und zwar, wichtig ist vor allem, ob ihr das Abo habt mit dem plus 2500% Marschbeschleunigung, weil dann braucht ihr zum Beispiel von meiner Position nur noch ungefähr 4 Sekunden, um eben in die Festung zu kommen. Oder ob ihr, wie jetzt, das ist eben vor einer Stunde abgelaufen, wie ich, nicht das Abo habt, dann braucht der Marsch 23 Sekunden. Es ist also sinnvoll, wenn euer Leader dann sagt, bei Sekunde 30 schickt ihr rein, weil jeder hat natürlich unterschiedliche Marschzeiten. Kommt eben auf die Skills an und. Daher, für diejenigen, die eben dieses Abo besitzen, ist es noch einfacher, wenn sie ans Ende eurem Asenfeldes sich hin teleportieren. Denn dann haben sie natürlich eine längere Marschdauer und können das viel besser timen. Denn wenn man dann natürlich mit zwei Märschen dann agiert, wir können es ja mal vormachen, wir schicken einen Marsch, noch ein Marsch und sehen, die brauchen der erste 1 Minute noch was, der zweite 2 Minuten. Wenn ihr dann hier unten die Zeit seht, dann zum Beispiel die Zeit ist bei 10 Sekunden, benutzt ihr sofort die Beschleunigung und seid dann bei Sekunde 5 ungefähr komplett da drinne und erwischt die Welle mit. Wichtig ist, habt ihr dann zum Beispiel nicht das Abo, so wie ich jetzt gerade, könnt ihr das natürlich auch von weiter weg machen, um das eben noch perfekter zu konditionieren. Hier, damit es mal ein bisschen schneller geht, beschleunige ich. Die Beschleunigung ist auch sehr, sehr wichtig, weil damit könnt ihr eben kontrollieren, wann euer Marsch auch wirklich ankommt. Denn wenn ihr natürlich zu früh da drin seid, kann es sein, dass die OS des Gegners euch weghaut. Dann seid ihr nicht bei der Hauptverteidigung dabei. Die ganzen Mitglieder, die da mitdeffen, sind dadurch natürlich deutlich schwächer, wenn es dann mehreren Leuten passiert. Und es kann sein, dass ihr die Welle verliert. Und dann macht ihr kaum Punkte und der Verlust ist einfach viel zu hoch. Oder, dass die anderen Szenarien sind, dass ihr zu spät da reinkommt. Bedeutet, ihr verpasst die Welle, werdet aber von der OS des Gegners komplett wegradiert. Das sind natürlich beides Dinge, die es zu vermeiden gilt. Und deswegen, wenn ihr zum Beispiel keinen Marsch habt, keine Marschbeschleunigung, wäre es natürlich trotzdem gut, wenn ihr weiter weg seid, denn die Bonusse zählen auch hier hinten, genauso wie hier vorne. Und könnt dann natürlich dann, wenn ihr wisst, euer Marsch braucht 23 Sekunden, der erste Marsch, müsst ihr bedenken, denn ohne Schamane sind es ja nochmal 50% mehr. Das müsst ihr natürlich auch unbedingt behalten. Das heißt, ab Sekunde, in dem Fall würde ich 35 sagen, schickt ihr einfach schon mal rein. 35 oder 30 geht auch. Den ersten Marsch könnt ihr reinschicken. Den zweiten aktiviert ihr ebenfalls und beschleunigt nur den zweiten. Einmal. So seht ihr, beide Märsche kommen circa zeitgleich ein. Dies braucht natürlich ein bisschen Übung, deswegen empfehle ich jedem von euch unbedingt, das, so wie ich das jetzt gerade mache, in einem leeren SH einfach ein bisschen zu üben. Denn dieses Timing ist am Ende siegentscheidend über zwei wichtige Punkte natürlich. Einmal natürlich den Punkt für die Clan-Festungsschlachten und eben für den Gesamtpunktestand der Kämpfe. Daher übt, übt, übt. Und dann wird das später auch kein Problem sein. So werden die Verluste natürlich von eurem Clan und von euren Mitgliedern deutlich gesenkt, da eben mehr zur selben Stelle da sind. Und wenn der Gegner dann natürlich eine OS timet, die exakt 1 Sekunde davor, bevor die Welle eben eintrifft, ankommt oder so, dafür kann keiner was. Dann hat der Gegner einfach ein verdammtes Glück gehabt. Die sehen ja die Zeit nicht und einfach Glück gehabt und da kann niemand was dafür. Wichtig ist nur, dass ihr das auch wirklich übt.
Es braucht ein bisschen Timingsgefühl und natürlich Übung, Übung, Übung. Das heißt, besonders diejenigen, die eben diese Abos haben, damit sie schneller sind, denen empfehle ich auf jeden Fall, ich beschleunige mal eben, das dauert mir gerade ein bisschen zu lange, denen empfehle ich auf jeden Fall ans Ecke, ja, oder ans Ende des Asenfeldes zu gehen, weil dann haben die ein viel besseres Handling. Auch wenn die dann von da aus vielleicht trotzdem nur in Anführungsstrichen 40 Sekunden brauchen oder vielleicht nur 20, 30 Sekunden. Wichtig ist, ihr habt Spielzeit. Ihr könnt dann selbstständig auswählen, wann ihr eure Truppen beschleunigt. Und das ist eben der entscheidende Punkt. Wichtig ist auch natürlich die Beschleunigung. Ihr müsst ja nicht wie bei einer OS-Attacke oder so erneut ein Schild irgendwie aktivieren. Deswegen, nachdem ihr eure Truppen reingeschickt habt, ich mache das eben nochmal. Einmal, ich zum Beispiel spiele am PC. Bei mir brauche ich dann nur die Taste K drücken und habe dann die Märsche hier im Sichtfeld. Hier unten würde ich dann die Zeit sehen. Sollte ich die nicht sehen, behalte ich das Fenster so. Guck dann hier, ich entscheide mich vorher für eine Zeit, zum Beispiel Sekunde 10, wenn die Märsche eh schon unterwegs sind. Bei Sekunde 10 beschleunige ich. Bedeutet, ich warte hier 12, 11, 10 und dann lege ich los, beschleunige und beschleunige. Das dauert keine 3 Sekunden und meine Märsche sind dann drinne. Ich hoffe, ich konnte euch irgendwie damit weiterhelfen, eure Timings ein bisschen besser zu planen. Bei Fragen, Anregungen oder weiteren Tipps natürlich, wie man das auch noch anders machen kann, bitte gerne die Kommentarfunktion benutzen. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst einen Daumen da. Und solltet ihr immer noch kein Abo haben, denn in den Statistiken habe ich gesehen, 70% der Leute, die eben die Videos angucken, sind noch kein Abonnent von mir. Ändert dies doch, dann verpasst ihr nichts und ihr werdet mich zugleich auch unterstützen. Also eine Win-Win-Situation für alle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.